Hello Friends, Michael Buchinger hier. Ich bin in letzter Zeit in ein tiefes Loch gefallen und habe mir auf YouTube sehr viele Coming-out-Videos angesehen. Und damit meine ich nicht diese Videos, in denen uns YouTuber das erklären, was wir alle seit Jahren vermuten, sondern ich meine die Videos, diese Coming-out-Story-Videos, in denen die Menschen erklären, wie sie sich ihren Freunden und ihrer Familie geoutet haben. Und ich fand es sehr schön und irgendwie sehr rührend, das anzusehen. Und da dachte ich mir, ich mache doch auch so etwas. Ich habe mich im Alter von 15 Jahren geoutet und es war fürchterlich komisch. Wir sind in der Früh ins EZE zum Friseur gefahren. Mutti hat wie immer länger als ich gebraucht und ich bin mit 22 Euro in der Tasche durch die Gegend gegangen. Dieses Geld wollte ich für die erste Staffel von Doctor's Diary bei Müller ausgeben. Ach, all diese Details machen diese Geschichte wirklich hinreißend. Und weil mir so langweilig war, habe ich bei Libro das neue Buch von Shirley MacLaine gekauft. Ich habe ein bisschen in dem Buch gelesen und dann trafen wir uns mit Susi zum Essen. Ich erzählte von meinen Plänen zu Fasching als Betty Suarez zu gehen und Susi meinte, jeder würde mich für schwul halten. Wo sie recht hat, hat sie recht. Und ich dachte mir so, oh, sie wissen nicht, dass ich schwul bin. Sonst würden sie das nicht sagen. Und ich dachte mir so, oh, muss ich es ihnen jetzt erklären? Muss ich es ihnen nicht erklären? Und ich dachte mir, nein, ich sage jetzt nichts. Aber wenn mich heute jemand fragt, warum ich so ruhig bin, dann werde ich herausplatzen und sagen, ich bin schwul. Bam! Deal with it. Aber auf jeden Fall sind wir dann mit dem Auto nach Hause gefahren, meine Mutter und ich. Und meine Mutter meinte zu mir, Michael, du bist aber ganz schön ruhig. Was ist los? Showtime! Und wir waren aber gerade mitten auf der Autobahn. Meine Mutter ist irgendwie 120 gefahren. Und ich dachte mir so, oh Gott, kannst du jetzt nicht sagen, dass du schwul bist? Das war mein Pakt. Ich habe gesagt, ich werde es sagen, wenn sie mich fragt. Und dann habe ich gesagt, Mama, wäre es denn so schlimm, wenn ich schwul bin? Meine Mama war eigentlich ziemlich cool. Und sie sagte so, nein, überhaupt nicht. Aber wieso denn? Du bist doch nicht schwul. Und ich dachte mir so, also ich bin wirklich froh, dass du irgendwie keine Karriere als Detektivin gestartet hast. Irgendwie bist du mir nicht auf der Spur. Und ich habe dann so gesagt, doch. Ich bin schwul. Und das war eigentlich voll okay. Wir hatten keinen Autounfall. Meine Mutter hat sehr besänftigende Dinge gesagt. Und ich habe gesagt, bitte behalten wir es erstmal unter uns. Und dann nach 3 Monaten haben wir gemeinsam das Ganze meinem Vater gesagt. Und vor dem hatte ich ein bisschen Bammel. Einfach nur deswegen, weil es, glaube ich, bei Vätern immer ein bisschen schwieriger ist als bei Müttern, würde ich behaupten, wenn man das so generalisieren kann. Also er hat es auch wirklich ganz gut gemacht. Er hat mir zu Beginn erklärt, dass es kein Problem ist und sie werden mich nach wie vor akzeptieren, so wie vorher. Und dachte mir, ja super. Und dann kamen eben Fragen, die ich auch berechtigt finde. Wie zum Beispiel, wieso willst du wissen, dass du schwul bist, wenn du noch nie etwas mit einem Mann oder mit einer Frau hattest? Eigentlich eine sehr gute Frage. Oder bist du dir sicher, dass es nicht nur eine Phase ist? Und natürlich war ich mir zu diesem Zeitpunkt sicher, dass es nicht nur eine Phase ist. Gleichzeitig habe ich mir aber auch eine Zeit lang geschworen, dass ich ein riesiger Fan von Detlef D. Soest bin und es ebenfalls nicht nur eine Phase ist. Und heute bin ich jetzt nicht mehr so der riesige Detlef D. Soest Fan und so, deswegen konnte ich ja nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich glaube, ich habe ganz gut geantwortet. Ich habe so geantwortet wie in meinen, wenn Schwule das sagen würden, was Heteros sagen, Videos. Nämlich so, wieso weißt du, dass du nicht schwul bist, obwohl du noch nie etwas mit einem Mann hattest? Und wieso bist du dir sicher, dass deine Heterosexualität keine Phase ist? Und es war vielleicht ein bisschen unangebracht. Deswegen bereue ich so ein bisschen, dass ich mich so früh geoutet habe, weil ich mir denke, so mit 15, was weißt du mit 15 tatsächlich vom Leben? Nicht sehr viel. Und ich hätte vielleicht warten sollen, bis ich vielleicht 18 bin oder schon einen Freund habe und ein bisschen schwerer einzuschüchtern bin, denn ich war mir dann am Ende selbst nicht mehr sicher, bin ich überhaupt schwul? Was ist los mit mir? Und so sind wir verblieben. Und ich habe es auch schon in einem anderen Video anklingen lassen, aber eigentlich habe ich mich danach nicht mehr wirklich geoutet. Die beste Erfahrung, die ich hatte, war mit meiner Schwester. Ich bin ebenfalls mal mit ihr im Auto gefahren. Also meine ganzen Dinge passieren immer im Auto. Und da hatte ich mich meinen Eltern schon geoutet und sie meinte dann irgendwann so, Michael, ich weiß, dass du schwul bist. Und dann haben wir drüber geredet und das war sehr angenehm. Und danach habe ich mich richtig gut gefühlt und sie hat wirklich alles richtig gemacht. Und ich denke mir, wenn ihr jemanden in eurem Leben habt, wo ihr euch ziemlich sicher seid, dass diese Person schwul ist und wo es so wirkt, als hätte diese Person Probleme damit, dann würde ich es
schon raten, sich so mal so ranzutasten, sozusagen, hey. Aber ich habe mich zum Beispiel, also ich habe auch noch einen älteren Bruder und den habe ich zu diesem Zeitpunkt sehr selten gesehen. Und dann, wenn wir uns gesehen haben, dachte ich mir so, na jetzt oute ich mich ihm nicht. Und ich habe mich ihm bis heute eigentlich noch nicht offiziell geoutet, aber ich meine, er hat meinen Freund kennengelernt und alles, das ist okay. Aber ich dachte mir dann, aber an gewissen Punkt dachte ich mir so, also die werden das schon irgendwie mitkriegen. Und so war es auch irgendwie mit meinen Freunden. Ich glaube, ich habe mich niemandem in meinem Freundeskreis geoutet. Ich habe mich nie mit jemandem hingesetzt und gesagt, Andrea, du musst jetzt ganz stark sein, ich bin schwul. Aber ich hoffe, dass du mich akzeptieren wirst, denn that's what friends are for. Nie. Und ich meine, die meisten Leute wussten es wahrscheinlich ohnehin, aber ich muss dazu auch sagen, dass ich natürlich zu diesem Zeitpunkt auch schon einen YouTube-Kanal hatte, in dem ich auch immer wieder darüber gesprochen habe, dass ich schwul bin. Obwohl viele Leute am Anfang dachten, das ist mich so aufgeregt, dass ich sage, dass ich schwul bin in meinen Videos, damit meine Videos lustiger sind. Genauso wie die Leute manchmal denken, ich verstelle in meinen Videos meine Stimme, damit sie lustiger sind. Ich denke mir, meine Videos sind so oder so nicht sonderlich lustig. Und daran wird auch eine Fake-Sexualität oder eine verstellte Stimme wahrscheinlich nichts ändern. Und ich muss auch anmerken, das ist mir jetzt wieder eingefallen, es ist auch vollkommen berechtigt, wenn zum Beispiel so Leute wie Eltern und Freunde ein bisschen Zeit brauchen, um das zu verarbeiten. Ich denke, ich persönlich, ich habe vielleicht so ab 9 oder 10 gewusst, dass ich schwul bin und ich habe so wirklich 5 oder 6 Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten und selbstbewusst genug zu werden, um das zu sagen. Und du kannst dir von den Menschen in deinem Umfeld nicht erwarten, dass sie dann von einer Sekunde auf die nächste sagen, oh, absolut kein Problem für mich. Natürlich ist es vielleicht am Anfang für sie fremd. Aber im Endeffekt, wir haben alle nur ein Leben und wir sollten wirklich das Beste draus machen und deswegen wollte ich halt nicht so viele Zeit in meinem Elternhaus verbringen mit diesem Geheimnis zwischen uns. Und deswegen habe ich mich auch so früh geoutet, weil ich mir dachte, okay, jetzt kann mein Leben losgehen und ich brauche nicht Dinge verheimlichen und irgendwie so sagen, oh, heute gehe ich zu einem Schulkollegen und ich verbringe bei ihm die Nacht, denn ich glaube, dass die Pollenbelastung in seinem Dorf geringer ist als bei uns. Und das war meine Coming-out-Story. Aber ich liebe solche Stories so sehr und ich möchte einfach mehr Videos sehen von dieser Sorte und mehr Geschichten hören. Deswegen, wenn ihr eine schöne Coming-out-Story habt, also sie muss auch nicht schön sein, jede Coming-out-Story hat ihre Berechtigung, dann schreibt sie mir doch in den Kommentaren. Mich interessiert sowas so sehr. Ich bin da wirklich neugierig. Ich bin irgendwie so wie eine neugierige alte Nachbarin, die immer wissen möchte, na, wie hast du dich geoutet? Erzähl mir doch. Ich finde sowas so spannend. Ich hoffe, euch geht's gut. Und danke, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Ciao!